Die A94 in der Nähe von Mühldorf in Oberbayern. Yannick Padilla und Florian Forsthofer kontrollieren heute auf einem Rastplatz Lkw. Der erste Kleintransporter kommt aus Polen. Einen vermutlich 3,5 Tonner. Gewerblich im Güterverkehr unterwegs normalerweise. Ein polnischer Staatsbürger oder zumindest ein polnisches Fahrzeug. Schauen wir mal. Hallo. Motor aus. Okay, verstehen Sie Deutsch oder Englisch? Englisch. Okay. We make a traffic control. Mm-hmm. I'm Mr. Forsthofer from the Autobahn Police in Mühldorf. Have a look at your loads. Have a look at your personal documents. So I need your passport, your driving license, the papers from the truck, and maybe if you got some cargo, also the TMR. Okay. Lieferschein. Lieferschein, perfekt. Passport. Yep. Driving. Yep. 3,5, jawohl. Okay, total 200 Kilo. Mhm. Nicht viel. Okay, schauen wir mal rein. Ja, mach du mal hinten auf. Guck, man sieht hier schon am Anfang, ich sehe jetzt hier 200 Kilo geladen. Man kann das relativ gut auch an die Blattfedern sehen. Ja. Die sind noch relativ gebogen, also nicht gerade. Also sehr wahrscheinlich, dass da nicht viel Gewicht drinnen ist. Das könnte also hübsch passen mit den 200 Kilo. Aber wir schauen uns das natürlich einmal an. Jawohl. Also hier hat er schön festgebunden, hat die Zurpunkte hergenommen, ist da schön durch die Öse da durchgegangen. Es ist auch einigermaßen Spannung drauf. Also das hilft, dass er nicht nach hinten rutscht, genauso wie da vorne. Dass er dann nicht nach vorne rutscht. Was nicht sein sollte, dass er so verdreht ist, der Gurt. Ihr seht da, er macht eine Windung mehr oder weniger. Gerade hinten sollte man schauen, dass man das gerade hinbringt, weil sonst verliert der einfach an Kraft, sag jetzt einmal der Gurt. Schau mal, Chef, hast du hier gedreht, ja? Mhm. Machst du anders, ja? Machst du neu, okay? Okay? Das ist nicht so gut. Okay, und dann hat er vorne noch zwei Sachen stehend gelagert. Ja. Das ist schwierig, ja. Sie sehen schon, der Gurt ist nicht gespannt, nicht wirklich. Also da bringt die Ladungssicherung relativ wenig. Die stehen da einfach, sind zwar festgeschraubt, aber die kleinen Schrauben da unten auf der Palette, die halten das Gewicht mit Sicherheit nicht. Wenn der da stärker in eine Kurve kommt oder ausweichen muss und dann vielleicht das Fahrzeug ins Schlingern gerät, dann wage ich zu behaupten, dass der Gurt das wahrscheinlich nicht herhält. Man sieht, wenn ich da ein bisschen dran ziehe, dann bewegt sich die ganze Ladung. Ja. Schau mal, Chef, da kann ich umschmeißen. If hard this. Ja, dann musst du auch umlegen und irgendwie anders sichern. Nein, only. Ja, dann hast du ein Problem. Dann musst du oben Kantenschutz hin tun. Hast du Plastik? Und dann musst du nach unten drücken. Hast du Plastik? Ja? Warum machst du es da nicht hin? Ja, warum nicht? Links, rechts und dann nach unten. Flo, dann tue ich schon mal Fotos machen, oder? Ja, genau, darfst du mal Fotos machen. Aber stopp, hast du noch Kontrollbuch? Mhm. Tachobuch, ja? Gut, ich frage jetzt den Herrn noch nach seinen Aufzeichnungen, also die Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die im gewerblichen Güterverkehr unterwegs sind, müssen sich auch an die Lenk- und Ruhezeiten halten. Im Prinzip genauso wie die großen LKWs, die 40 Tonner. Nur bei den kleinen Transportern ist kein Kontrollgerät Pflicht momentan noch nicht. Und dann haben die hier ein schönes Büchlein, was sie führen, beziehungsweise Zettel, wo sie aufschreiben, wann sie denn gefahren sind, wann sie Pause gemacht haben, damit wir das dann kontrollieren können, ob er sich an die entsprechenden Zeiten hält. Und das schaue ich mir jetzt halt mal im Detail an im Fahrzeug. Dabei hat der Herr Zeit, dass er seine Ladung sichert. Und genau, der Kollege macht jetzt gerade Fotos von dem Verstoß, damit wir das auch entsprechend dokumentieren können, um das dann eben zur Anzeige zu bringen. Genau. Yannick Padilla kontrolliert das Führerhaus. Ja, was mir jetzt da zum Beispiel auffällt, also Beifahrerseite, sind ja, Flaschen, Bierflaschen und Dosen zu sehen. Bier? Hm? Bier, Alkohol? Nix. Nein. Nix. Test okay. Test okay. Mhm. Es kommt natürlich schon ab und an vor, dass man ja, auch von Verkehrsteilnehmern schlangenlinienfahrende Lkw-Fahrer mitgeteilt bekommt, die wohl dann oftmals unter Alkoholeinfluss stehen. Ja, einmal tief Luft holen. Weiter, stopp. Ja, der Verdacht hat sich bestätigt, also er hat jetzt 0,13 Milligramm pro Liter
Was jetzt soweit keine Ordnungswidrigkeit, so wäre er unter dem Grenzwert von 0,25 Milligramm ist, aber er hat Alkohol konsumiert. You drank alcohol and there was a little bit of rest of alcohol in your blood, okay? The problem is, now it was okay, you don't have too much alcohol in your blood. But the problem is, I don't know when you start, there was more alcohol in your blood and maybe too much. And when you drive under the influence of alcohol in Germany, you will lose your driver license for a month or longer. When you don't got a driver license, you can drive, okay? You will lose your job, okay? Please don't drink when you drive, okay? Die Unfallfolgen mit einem LKW oder mit einem Kleintransporter sind natürlich um einiges höher wie mit einem normalen PKW. Genau deswegen ist es natürlich besonders gefährlich, wenn ich mit einem LKW unter Alkoholeinfluss fahre. Ja, der hat tatsächlich 0,13 Milligramm. Dann dürfte Herr mir mal noch erklären, warum er seine Aufzeichnungen im Ausland nicht führt. Ich kläre nochmal über die Gesetzeslage auf. Vielleicht soll ich mal kurz herkommen, ja genau. Chef? Der Mann hat nicht nur Alkohol im Blut, auch sein handschriftliches Fahrtenbuch hat Mängel. I look at your kilometers. On this day you drove 1000 kilometers. Mhm. And you write 6 hours driving. In 6 hours, 1000 kilometers. Nein, at night. What at night? Yeah, you drive here. But why don't you make it? Because I was in Poland. It doesn't matter. Doesn't matter? It doesn't matter. When you come to Germany, German police officers want to know if you're tired or if you're not tired. Aha, okay. You are controlled like the big trucks. The big trucks have the tachograph card, yes, and they have a look 28 days back what they have done. If they had a holiday, if they had weekend, if they had enough sleeping per day, not too much driving. But here, if you ride Poland, I can control what have you done in Poland. Did you drive? Did you sleep? I think only in Germany we ride. The law exists in Germany, that's right. But if you come to Germany, the understand. German officers control 28 days back. Okay. So this is, I can't control it, yeah? And it would be a penalty. Ja, es geht jetzt hier um mehrere Tage. Es ist aber so, dass viele Fahrer das gar nicht führen, beziehungsweise noch deutlich schlechter führen. Er ist jetzt die letzten Tage schon in Deutschland unterwegs gewesen, hat es da auch ordnungsgemäß geführt. Das heißt, für mich ist die Gefahr zumindest gebannt, dass er jetzt halt vielleicht nicht übermüdet ist. Ja? Von dem her belassen wir es da meistens bei Ordnungswidrigkeit von 125 Euro als ermahnende Gebühr. This one will also cost 125 euros. Because I can't. 125. 100? Oh. Normally each day I can't control is 125 euros. And I can't control more days because you ride Netherlands, Belgium, etc. Yeah? So only one day, 125, 60 euros is for the load, yeah? For not saving it. But it isn't, it's not my fault. It's your fault. You are the driver. You have to look that the cargo can't go on the right side, on the left side, back or front, yeah? Because it's dangerous. When you go a turn and it goes... Yes, and that's it, but they load me this. Yeah, they load you, but you are the driver. Okay, and if it's not okay, it's also your mistake, yeah? So it would be 185 euros for penalty. So 125 and 60. And fees and expenses, 28.50. Okay, perfekt. Sorry. Alles? Ja, perfekt. Just save your load. Also es geht bei Lenk- und Ruhezeiten immer nur um Geldbußen und keine Punkte in Flensburg. Das heißt, der Fahrer ist nie in Gefahr, sage ich jetzt einmal, wenn er Lenk- und Ruhezeitverstöße begeht, dass er einen Führerschein vielleicht mal verliert, also dass wirklich was hängen bleibt und er sagt, okay, das Risiko gehe ich vielleicht gar nicht ein. Nach 10 Minuten überprüft Florian Forsthofer die Ladung erneut. Er hat es besser gemacht. Er hat jetzt zwei Spanngurte mehr oder weniger angebracht. Davor war es nur eines. Perfekt ist es nicht. Besser wie davor ist es. Und von dem her, weil das eben nur relativ leicht ist, würde ich sagen, wir lassen ihn so weiterfahren. Chef, we're done. Have a good trip. Okay. And keep it in your mind with alcohol, okay? Okay. Okay. Ciao. Kurze Zeit später kontrolliert Yannick Padilla einen Sattelschlepper und muss nicht lange suchen. Diese fällt mir jetzt schon auf den ersten Blick auf. Und wenn ich hier reingehe mit dem Schraubenzieher und da das raus tue,
Dann sehe ich hier schon die Teile der Karkasse rauskommen. Gummi. Problem. Stopp.